hallo, ihr süßen Puppis. Ich bin Sarah Jessica Parker, mal wieder live aus Berlin. Und ich bin heute wieder mit euch unterwegs. Es geht ins Deutsche Theater nach Mitte. Aber erstmal fahren wir hin und dann quatsche ich mir. Ich bin jetzt beim Deutschen Theater angelangt. Das ist in Mitte. Guck mal, das ist da hinter mir. Das ist dieser prachtvolle Bau. Das ist unweit der Friedrichstraße, des Friedrichstadtpalastes. Wir sind auch in so einem anderen Theater. Das Berliner Ensemble ist hier auch. Also hier ist Kultur, Kultur, Kultur. Und ich bin heute verabredet mit dem Ulrich Beck. Der ist der Dramaturg vom Deutschen Theater. Der hat mich eingeladen auf ein Sektchen. Dann wollen wir mal gucken, ob der auch vorbereitet ist mit dem Sektchen. Ach so, ziehen. Oh, ist wahnsinnig glamourös hier. Wo ist denn der jetzt, der Schwule? Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hier ist unsere Kasse. Ach so. Hier kann man Karten kaufen. Ah ja, Karten kaufen ist ja nicht so meins. Ich lasse mich mal gerne einladen. Hast du ein Säckchen für mich mitgebracht? Habe ich mitgebracht. Ja? Ja. Und dann führst du mich heute rum. Ich versuch's. Du versuchst. Du bist so süß schüchtern. Na komm, wo ist denn der Sekt? Wo gehen wir jetzt hin? Sekt trinken? Ich möchte unbedingt ein Sektchen trinken, bitte. Mann, ich bin heute schon so lange auf dem Bein. Aber die Bar ist geschlossen. Ach so. Wir können mal gucken, ob der... Wie, die Bar hat geschlossen? Oh, da höre ich doch schon das Geräusch. Das Geräusch, das Lebensfreude bereitet. Flaschen klappern. Ein Sekt von gestern. Ach, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Mischgeschlechterinnen, wir sind heute im Deutschen Theater. Ein Haus, das sehr, sehr viel Treppen hat, habe ich gehört, und viele Betten oder Sofas. Das musst du gleich noch eruieren mit mir, genau. Und Toiletten. Und Toiletten auch. Ich muss ja oft groß, von daher ist es gar nicht so schlecht, wenn hier auch viele Toiletten sind. Prost. Was macht denn ein Dramaturg? So in drei Sätzen. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen, dass diese Frage kommt. Du wirst doch wohl wissen, was du beruflich machst. Naja, ich sitze auf Proben und sitze in Sitzungen. Das hört sich total beschissen an. Und manchmal sitze ich auch im Büro. Ja. Willst du mein Büro sehen? Ja. Ja. Hast du da ein Sofa? Ja. Oh, geil. Der Klausi ist halt auch da. Ja. Wo ist denn dein Büro? Ja, das ist jetzt ganz weit oben. Ganz weit oben. Ja. Wir sehr sind uns, ja? Das sind Zitate aus unseren Stücken, die im Moment im Spielplan sind. Ach, und die werden immer geändert, die Zitate, ja? Das wird dann wieder weiß übertüncht und dann kommt ein neuer Spruch hin. Ja. Schau an, ihr seid ja so ausgefüllt. Guck dir das mal an hier. Das ist wirklich sehr niedrig hier. Also wenn du mich hier irgendwann mal alleine lässt in diesem Theater, werde ich hier nie wieder zurückfinden. Ach so, hier geht's noch weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt müssen wir ganz nach oben. Ach, guck mal. Die ist für Mischgeschlechter. Die ist für Mischgeschlechter. Hi! Oh, da sieht's ja aus. Guckt mal. Was ist denn das für ein unordentliches Büro? Ist ja unfassbar. Kannst du mir erklären, was Dramaturgen machen? Weil er konnte es nicht erklären. Die machen alles und gar nichts. Na, ihr sagt so, wir sind immer schuld. Jetzt sag doch mal, irgendwie so in drei Sätzen. Das ist wirklich ernsthaft serious.
Okay, ich sag's serious. Also künstlerische Berater am Theater besetzen, suchen Texte, sprechen mit Regisseuren über das, was dabei auf der Bühne schließlich rauskommen soll und sind die größten Meckerer im Theater, das vielleicht auch nochmal zu sagen. Müssen also ständig kritisieren und anmelden, warum man was nicht versteht, nehmen so ein bisschen den Blick des Publikums ein und können aus der Position raus dann eben auch mal sagen, nee, das funktioniert nicht, das versteht man nicht, da lauter, da leiser, aber auch vielleicht den Autor ein bisschen verteidigen. Also habt ihr so eine beratende Funktion, so den Blick aufs große Ganze zu wahren? Genau, oder was? Genau. Und organisatorisch auch noch sind wir tätig. Wow, auch echt ein krasser Job, muss ich sagen. Sowas macht man freiwillig, ja? Ja, genau. Ja, gut, okay. So ist das. Gut, dann viel Freude mit deinem Beruf weiterhin in deinem Leben. Oh, aber ist ganz süß. Guck mal, wie toll ich aussehe, auch auf diesem Sofa. Ich bin halt einfach auf wie hingegossen. Ist der auch homosexuell, der Intendant? Ulrich? Das habe ich noch nie gefragt. Das heißt, dieses was? Dann würde ich ihn das fragen. Oder hast du Angst vor dem? Nö. Gut, dann frage ich ihn das. So, Kammerspiele ist jetzt sozusagen der kleinere Flor. Genau. Ja, so, was wird hier heute gespielt? Hier wird der Tempel hergespielt heute Abend von Ferdinand Schmalz. Kenn ich nicht. Ein junger Autor. Ah ja. Sehr begabter Autor. Ferdinand Schmalz. Scheißname, ne? Gut, dafür kann er ja nichts. Wo ist denn der Intendant? Ach, der ist hier direkt vorne. Ja. Hat der so das Eckbüro? Ja, Belletage. Wir sind schon da. Ulrich, muss mal kurz meinen Sekt drum vorab stellen. Guten Tag. Herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Wir wollen dich nur mal kurz stören. Ja, hallo, guten Tag, ich bin die Jurassica. Hi. Und wie ist es bei dir? Ja, super, hoffe ich. Ja, ja. Genau, und ich führe euch mal durch. Oh ja, gerne. Hier ist das Max-Reinhardt-Zimmer. Oh. Etwas unaufgeräumt. Oh. Na? Naja, wo ist denn das hier unaufgeräumt? Hier die Schokolade beiseite. Räumen, die stammt noch aus der Dramaturgiesitzung. Verstehe. Und die Bücher, wo kommen die alle her? Sind das alles deine Bücher, Ulrich? Bücher. Hast schön du die alle mitgebracht? Nein? Nee, die stammen aus unserem Archiv. Und hier haben wir die Dramaturgiesitzung und die Direktionssitzung und bestimmte Empfänge vor den Premieren machen wir auch hier. Ja. Ne? Kann man schön arbeiten. Und jetzt nehme ich dich mal rüber mit in mein Büro. Nimmst du mich rüber? Ne? Ulrichs Büro. Und dann können wir mal so richtig... Da gibt es ein Sofa. Ach, da gibt es ein Sofa. Das Deutsche Theater ist das Haus der verschiedenen Sofas. Mann, du hast das hier aber schön. Da habe ich noch mehr Bücher. Ja, ich sehe schon. Das sind aber jetzt deine Bücher dann auch. Das ist ja, ich muss kurz das Sofa ausprobieren, Ulrich. Ja, bitte nimm Platz. Oh, ne, warte mal, ich liege hier nur auf Sofas. Das ist... Oh. Naja, aber ich muss sagen, in der Dramaturgie des Sofas ist ein bisschen weicher. Echt? Ja, muss ich sagen. Das ist neu, frisch gepolstert. Und ich will auch gar nicht dich lange stören. Bist du homosexuell? Nee, bin ich nicht. Nein. Tut mir leid. Nicht so schlimm. Kann ich. Aber wie fühlt es sich denn an zwischen so vielen Homos? Im Theaterbusiness ist das so, ne? Das erste im Theaterbusiness und abgesehen davon ist das so, weißt du, unser Thema Diversität, ne? Ja. Heißt ja einfach... dass man, glaube ich, eine Fantasie entwickeln muss für Lebensentwürfe, Lebensgefühle und so. Wie lange bist du jetzt hier schon Intendant? 9 Jahre. Und du möchtest gerne noch lange hier bleiben. Wenn ich sehe, dass du da die ganzen Bücher da reingeräumt hast aus dem Archiv, du willst so ein bisschen. Du sagst es. Also ich bleib jetzt noch 3,5 Jahre. Ne? Ach wie, und dann bist du weg? Ja. Wo bist du denn? Das Leben ist hart. Ach, wie, das ist dann begrenzt. Wer entscheidet das sowas? Entscheidet der Kultursenator Klaus Leder. Ja, der redet dann mit seinen Intendantinnen und Intendanten. Ah, was verdienst du so? Verdienst du gut? Ja, ich finde den ganz gut, finde ich. Das ist schön. Das freut mich. Ganz okay. Ja? Ja. Ich finde aber auch, dass ich es verdiene. Ja, du, das kann ich leider nicht beurteilen, aber Ulrich Beck wird bestimmt dem auch beipflichten. Ich war ja. Der trägt heute meine Handtasche die ganze Zeit, der Ulrich Beck. Ja. Danke dir fürs Kommen. Ne? Das war kurz und schmerzlos, aber dafür geil. Und jetzt geht's weiter. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, dankeschön. Klausi? Ach, da ist Klausi. Klausi war gerade weg. Oh, was ist denn das hier für ein Saal, Ulrich? Können wir hier nicht vorbeigehen? Oh. Guck mal hier mit den Kronleuchtern. Oh. Guck mal, hier sind Sofas. Ist das süß gestaltet?
Der Klausi macht schon wieder eine Insta-Story. Hi. Das ist Teil des Foyers. Ja. Ist aber nicht von 1850. Sondern von 1870, glaube ich. Ah ja, das ist mir eigentlich scheißegal, muss ich sagen. Hi, das künstlerische Betriebsbüro. Das ist ein ganz kleines Büro, ganz schmal, aber dafür ist ganz viel drin. Was macht man hier im künstlerischen Betriebsbüro? Keine Kunst, leider. Sondern ihr seid so für Backoffice zuständig. Ja, wir sind so die Schaltzentrale so ein bisschen. Also bei uns laufen so viele Fäden zusammen aus den technischen Gewerken und der Leitung. Also im Grunde genommen versuchen wir, was die Kunst will, in praktische Schritte umzusetzen. Zahlst du auch Gagen aus? Nee, das macht die Buchhaltung. Nicht. Nein, genau. Dein Schreibtisch ist ganz schön unordentlich, muss ich sagen. Das stimmt, aber heute ist es total ordentlich. Das kann der Ulrich bestätigen. Mein Chef nennt das immer meine kleine Favela. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Danke. Ach, guck mal, hier ist eine süße Küche. Süß. Wie viele Küchen ihr hier auch habt. Ne? Wie viele Menschen arbeiten hier bei euch? Hier ist ein Sofa. Ja, warte mal. Das ist Benjamin Lili, was ist das? Lili, das ist ein Schauspieler. Ah, Lili, okay. Oh, gut. Oh, guck mal, so sieht eine Garderobe aus, wenn man am DT spielt. Guckt euch das doch mal an. Das ist anders als im Rauschgold. Sharing is caring.